Hallo, Sascha von Expert hier. Heute mit drei Artikeln, die ich euch gestern schon kurz bei Facebook angekündigt habe. Und zwar handelt es sich dabei um die Logitech UI-Reihe. Einmal mit dem Smart Radio, einmal mit der Mobile Boombox, klein, und einmal nur mit der Boombox, die aber natürlich auch mobile ist. Ich fange mal mit dem großen Paket hier an, weil das mir hier auch am besten gefällt. Und zwar ist es ein kabelloser Bluetooth-Lautsprecher. Lässt sich auch einfach so rausholen. So sieht das Gerät aus. Hier habt ihr leicht überdimensionierte Laut-Leiser-Tasten. Ich mache das gleich auch mal an, damit ihr es kurz test hören könnt. Dann hier drin noch ganz normale Kabel zum Aufladen, hat einen Akku, also ihr braucht keine Batterien und natürlich Bedienungsanleitung. Aber es geht natürlich um das Gerät selber. Das ist mit, ich stelle das mal kurz hier hin, das ist mit 102 Dezibel schon verdammt, verdammt laut. Hat 6 Stunden Akkulaufzeit. Also das reicht eigentlich für so einen normalen Strandbesuch, wenn ihr auch mal ins Wasser wollt. Zwei Hochtöner, zwei Woofer und 4 Passivlautsprecher sorgen dafür, dass ihr da ordentlich mit Musik versorgt werdet. Ich zeige euch das mal kurz. Ich habe hier mein iPhone. Schalte das an. Das ist an und jetzt ist es schon mit dem Handy verbunden. Ihr könnt dann einfach, ich mache es mal relativ leise, damit hier nichts rausfliegt. Und jetzt merkt ihr schon, wie angenehme laut die Anlage sein kann. Ich drehe einmal voll auf. Okay, das war noch nicht voll, aber das gibt natürlich dann schon einen Eindruck, wie laut die Box sein kann. Also ihr könnt damit gut beschallen. Sieht sehr, sehr edel aus, fühlt sich durch den Alugriff auch sehr gut an. Also damit, das hätte ich auch gern unterm Weihnachtsbaum liegen. Machen wir weiter mit der kleinen Schwester. Hier ist die Verpackung ein bisschen tricky. Die ist nämlich hier zugemacht. Und ich mache die nochmal kurz auf. So. Und dann, wenn ihr das Gerät dann im Endeffekt habt, habt ihr hier nochmal, da nochmal einen Klebestreifen, hier nochmal einen Klebestreifen und könnt dann das so aufhebeln. Sieht schön aus, sieht natürlich schön auch aus, um das zu verkaufen. Wenn ihr es dann einmal aufhabt, dann geht's auch, lässt sich es auch relativ leicht wieder verpacken. Ist nur beim ersten Mal sehr schwierig. So, Bedienungsanleitung. Hier unten habt ihr den Mini-USB-Ladeport. Könnt das natürlich auch mit jedem anderen Mini-USB laden. So, ich hol das mal raus. So, das ist die Mobile Boombox. Mal wieder beiseite tun. So, jetzt könnt ihr mal kurz die Größen vergleichen. Von der Mobile zur kleinen. Die kann immerhin noch 78 Dezibel, was immer noch massiv ist für so ein ganz kleines Teil. Wiegt 300 Gramm, also passt in jeder Handtasche, fällt nicht vom Gewicht her nicht auf und hat bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit. Also damit kommt ihr locker über den Tag. So, dann machen wir die auch mal an. Man muss fairerweise sagen, ich habe sie natürlich vorher schon einmal ausgepackt und angebunden. Deshalb geht das dann einmal so schnell. So, das verbinden wir. Na?
Sehr schön. Auch sehr schöner Klang. Sehr schön so für einen Parkbesuch. Also ich bin begeistert von beiden Produkten. Sehr schön, hier hinten seht ihr nochmal, ihr könnt es mit dem Micro-USB auch laden. Heißt also, ihr bräuchtet eventuell manchmal das Ladegerät, könnt es einfach am PC hängen und das lädt das Ding. Also es ist sehr schön. Hier ist ein Gummiüberzug. Ja, bei Gummi hat man immer so Angst, dass es dass es einmal riecht und sich billig anfühlt. Also ganz ehrlich, ihr packt es aus und es riecht erstmal streng. Das ist aber ganz normal bei den Produkten. Der Geruch verfliegt aber dann nach 10, 20 Sekunden und es fühlt sich sehr, sehr hochwertig an. Also es, dafür, dass es wirklich dann Gummierung ist, sehr schön. So, und das dritte Produkt im Bunde. Packe ich einfach einmal nur aus. Ich werde es nicht anmachen, ich erzähle euch gleich wieso. Das ist das Smart Radio, das ihr mit Wi-Fi an euer Hausnetzwerk anschließen könnt. Könnt dann alle gängigen Radiosender kostenlos natürlich hören. Dazu kommt, dass es kompatibel ist mit einigen der großen Musikstreaming-Dienste. Da könnt ihr also auch auf euren Account zugreifen. Könnt natürlich auch da Musik von eurem Handy drauf spielen. Und normalerweise ist es, ihr könnt es auch hier mit Netzwerkkabel natürlich auch anschließen. Natürlich hauptsächlich sollte es natürlich fest irgendwo an eurem Bett stehen, ist halt ein Wecker. Geht natürlich auch mit Weckfunktion, ohne wäre ja sonst sinnlos. Aber ihr könnt, wenn ihr hier das zieht, kriegt es dann Strom auch über Batterie, könnt es also im Haus auch umhertragen. Warum mache ich das jetzt nicht? Ganz einfach. Wir haben hiervon und davon je 5 Geräte. Und da Weihnachten ist, haben wir uns überlegt, wir behalten die nicht, sondern geben die euch für unter den Baum zu legen. Alles, was ihr tun müsst, in unseren Blog gehen. Einmal ganz kurz unten uns schreiben, was euer Lieblingslied ist. Wir würden gern wissen, welches Lied möchtet ihr auf diesen Boomboxen hören, beziehungsweise auf dem Smart Radio. Dann nehmt ihr an der Verlosung teil und wahrscheinlich habt ihr das dann noch vor Weihnachten.